Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Hier immer noch am Beginn des Königreichs, am Rande des Königreichs aus Masyaf gekommen. Aber es ist etwas geschehen, es hat sich etwas geändert. Ich weiß nicht, ob man es am Ende sieht. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar kleine Glitches an den Charaktermodellen, sehe ich gerade. Okay, das könnte auch daran liegen. Und zwar, ich habe ja in der letzten oder... Was ist denn jetzt los? Bist du noch Assassinen oder nicht? Wieso? Ist hier ein Gegner in der Nähe? Ich meine, die sind hier alle tot, die Templer. Naja, egal. Ich habe ihm mal angesprochen, dass ich das Spiel auf 8K stellen könnte. Aber dann wären da nur 30 FPS möglich. Ich habe jetzt einfach mal heute, bevor ich gerade diese Folge angefangen habe, in den Optionen nochmal spaßeshalber auf 8K gestellt und sieh da, es war mir möglich 60 FPS einzustellen, also 60 Hertz. Und jetzt läuft dieses Spiel aktuell in 8K 60 stabil. Schaut unglaublich aus, es ist wirklich krass. Das einzige Ding ist, ich kann und ich finde es auch noch nicht so nötig, vielleicht auch will, wobei will hört sich so böse an, das Ganze dann nicht in 8K hochladen oder in 4K oder 2K. Ich finde, das ist für so ein Spiel wie dieses noch unnötig. Deswegen habt ihr trotzdem einen Vorteil davon, wenn ich das hier in 8K spiele und in Full HD dann quasi rausrendere. Dadurch ja die Full HD Qualität ja auch verbessert wird. Wobei, wenn ich hier diese... Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es ein bisschen eher auffällt jetzt wegen der hohen Auflösung. Ich meine, 8K ist das Vierfache von 4K und das 16-fache dann folglicherweise von Full HD, ne? Jo. Das ist einfach... Das ist übel. Alter. Es schaut schon wirklich gut aus. Also nur mal kurz als Information zu Beginn. Und jetzt wird's gleich ein bisschen brenzlig. Wir müssen uns direkt zu Beginn der Folge hier in einen riesigen Kampf stürzen. Und zwar gegen unsere Templerfreunde hier. Oder diese... Ja, keine Ahnung, was das für Soldaten sind. Schaut nach Jerusalem aus, oder? Könnte hinkommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall müssen wir... Oder wir warten. Nee, wir warten nicht. Wir haben keine Chance. Okay. Wir holen uns jetzt einfach alle. Wir können ja seit der letzten Folge auch den schweren Angriffen ausweichen. So. Das heißt... Eigentlich sind wir super gut gewappnet, um gegen alles klarzukommen. Also wenn ich mich nicht blöd anstelle, müsste uns eigentlich keiner mehr hitten. Na komm schon. Es sei denn, sie kommt an uns, dann kann ich ja natürlich auch nichts dafür. Ja, oder sowas in den Rücken. Ehrenlos. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegt. Na komm schon. Und vielleicht kann man sich schon vorstellen, warum ich das hier machen muss. Denn hier in dieser kleinen Gasse befinden sich ein paar Flaggen, die wir sammeln können. Wir haben heute nämlich wieder ein bisschen Königreich-Erkundung vor uns. Ja. Also ich beobachte das jetzt auch mal ein bisschen, wie sich das so in der Optik verhält, aber bis jetzt sehe ich keinen Grund, auf 4K zurückzugehen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Tötet mich nicht! Läufst du weg, Feigling? Aber gut. Dann erledige ich die mal alle. Das Ding ist, ich wüsste nicht, dass wir hier irgendwo Wurfmesser kriegen, deswegen spare ich mir die vielleicht doch lieber erstmal. Wer weiß, ob wir die noch brauchen. Wir haben eh kein Problem mit denen. Oh, genau, sowas meine ich. Bei sowas können sie uns halt immer noch treffen. Oder bei sowas, so ein schneller Angriff, den ich nicht kommen sehen kann. Der war böse. Kann es auch sein, dass Alter ihr neue Kampfmove so einfach quasi eine Animation dazu kriegt? Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir hier
2 weitere Flaggen eingesammelt. Ist so mein Stift. So, ich streiche die mal weiterhin immer durch. Damit wir da am Ende nicht irgendwie Probleme kriegen. Schau ich mal, wenn ich da vielleicht reinspringe. Jo, eine kriege ich. Ist gleich mal wieder eine weniger. Na komm schon. Ich würde ihn echt auch gerne mal einen Schwertkurs oder so belegen. Einfach so ein bisschen. Ja, nicht fechten, halt auch so wie Alter ihr. Einfach mit dem Schwert kämpfen, das würde, glaube ich, echt Spaß machen. Das, glaube ich, wäre schon echt mal was Cooles. Okay, dann lass uns mal weiterreiten. Damals brauchten die Kämpfe ja noch, wenn da so ein Krieg ausgeführt wurde, da hattest du ja noch Skill. Da konntest du wirklich, ja, zeigen, wie gut du bist mit deiner Waffe. Heute mit den Schusswaffen kann halt da im Endeffekt jeder was erreichen. Wobei das natürlich ein Thema ist, das eh unschön ist. Krieg ist immer kacke, egal wie. Aber mit dem Schwert war, auf jeden Fall musste man da mehr trainieren, sagen wir mal so. Mal ganz kurz gucken, wir sind hier oben. Das müsste die 80 sein, ich streich die mal durch. Okay, und jetzt schauen wir uns hier auch mal schön um und erkunden das Gebiet. Boah. Ich gehe mal aus einem ganz bestimmten Grund auch mal hier runter. Wir schauen uns einfach querfeldein mal alles an. Denn hier ist einer, ein Templer. Mal schauen, ob ich mich ranschleichen kann. Nein, ich konnte nicht. Was hast du getan, Alter, ihr? Lebensmüde. Nimm das. Nicht anfassen. Steh auf. Diese Templer haben, glaube ich, auch eine richtig schwere Rüstung an. Die können damit, glaube ich, nicht mal laufen. Kennt man ja aus den Rittern. Hier von uns bei Europa. Die konnten ja, wenn die ins Wasser gegangen sind, sind die einfach untergegangen. So schwer ist das. Laufen war da nicht wirklich. Halt so ein bisschen leicht joggen höchstens. Oh nein. Okay, warte, ausweichen. Nein. Was er hat mit seinem Greifen? So, Templer eliminiert. Das wäre der. Okay. Boah, wir müssen jetzt echt mal schauen hier. Es gibt echt viel zu holen und zu sehen in diesem kleinen Gebiet, auch allein in diesem Areal. Boah, aber wie es halt ausschaut. Man kann halt wirklich die Details in den Mauern und Co. Das ist wow, okay. Das habe ich vorher noch nicht so gesehen. Also ich, man glaubt es kaum, aber der Schritt von 4 auf 8K, sagt man ja immer, ja, ist jetzt nicht so wild wie von Full HD auf 4K. Das ist schon irgendwo wahr, aber ich meine, man weiß es erst zu schätzen. Was man hier sieht erst. Diese ganzen Details. Okay, ich will mal hier hoch. Hier müsste es irgendwo eine Gasse geben. Hier unten ist nochmal ein Templer. Das müsste der hier sein. Okay. Schau ich mal. Ja, er hat keine Ohren. Das ist natürlich auch so ein Problem. Wenn man so einen dicken Metallhelm aufhat, dann hörst du natürlich auch eher weniger, was um dich rum passiert. Das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, schalldämpfend. Und somit kriegst du auch nicht mit, wenn jemand hinter dir irgendwo runterspringt und dir dann hinterrücks in den Rücken sticht. So, wir schauen jetzt mal hier hoch. Da haben wir mal schnell das Pferdchen. Denn es geht hier ein weites Stück nach oben. Und dort befindet sich ein Aussichtspunkt. Nicht nur das. Auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ah, wie gut. Nee, das hätte ich echt nicht gedacht. Also so modernere Spiele, sofern es bei denen möglich ist, werde ich auf jeden Fall in 4K hochladen. Aber bei den alten Spielen so, ja, wie das erste Prey oder hier, ersten Assassin's Creed Teile, da sehe ich jetzt keinen Grund, die in einer richtig hohen Auflösung hochzuladen. Klar, der Encoder dann von YouTube wäre ein bisschen besser und das Video, ohoho, wird crispy ausschauen, Sekunde. Aber es ist natürlich ein extremer Mehraufwand. Ein 4K-Video, wenn ich hochlade, dauert 4-mal so lang wie ein Full-HD-Video fürs Hochladen.
Das Rendern ist eigentlich kein Problem dank meiner Hardware. Aber wie gesagt, das Hochladen und wenn ich dann täglich Videos mache, ja, da hat dann mein PC gar keine Lust mehr. Also dann muss ich den halt 24/7 laufen lassen, dann lädt er hoch. Oder über Nacht wahrscheinlich dauerhaft und auch noch tags. Das ist irgendwie hinhaut. Aber mal gucken, ich krieg das schon in der Zukunft hin. Das soll jetzt aber nicht das Problem sein. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die zwei Kollegen hier. Kann ich einfach den hier machen? Guck mal an, es hat nicht mal jemand gemerkt. Premium. Okay, wenn ich mich jetzt hier einmal rumschleiche, da haben wir ihn. Sei gegrüßt, Templar. Na komm schon. Na, versuch's. Greif mich an. Oder hast du keine Lust? Hey, ich bin ausgewichen. Jetzt. Okay. Seine Klinge ist auch komplett rot. Oder ist es Rost? Nee, glaube ich nicht. Ja, wir haben es geschafft auszuweichen. Bin ich ein bisschen stolz jetzt. Nein, nicht anfassen. Aber wenn man sich denkt, am Anfang hatte man die Fähigkeit nicht, wie man damit spielen konnte. Übel. Okay, der ist Geschichte. So, es müsste hier... Das Schwert können wir wegstecken. Es müsste hier aber auch tatsächlich irgendwo noch eine Flagge geben. Ich weiß nur nicht wo. Klettern jetzt erstmal hier hoch. Kann man gleich mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Könnte vielleicht da oben drauf sein. Vielleicht werden wir sehen. Und das andere Thema ist natürlich auch, es haben so wenige Leute bis jetzt überhaupt die Möglichkeit, 4K zu sehen auf ihrem Display. Die meisten haben ja ein Full HD, beziehungsweise überhaupt mit Glück ein 2K-Bildschirm. Und ich meine, 4K ist natürlich dabei, Mainstream zu werden. Da sind wir schon lange dabei, aber es ist immer noch nicht so, dass es jeder hätte. Wir haben 35 von 100 Flaggen. Es wird auf jeden Fall. So, und damit synchronisieren wir hier mal. Und kommen dem Ende im Königreich auch immer wieder ein bisschen näher. Oh. 9 von 12. Okay. Unser nächstes Ziel ist ja dann eh Damaskus, würde ich sagen. Das bedeutet, wir schauen uns hier nochmal alles an. Da ist ein Templer hier unten, den müssen wir uns noch holen. Aber wir gehen dann hier weiter. Und dann gehen wir hier den Weg nach oben und dann ab nach Damaskus und machen halt die Flaggen unterwegs. Nichts Großartiges. Einfach das Standardzeug. So, okay. Was kann ich denn noch erzählen? Genau. Ich habe mir vor einem halben Jahr habe ich meinen RAM aufgerüstet von 16 GB auf 32. Vorher hatte ich 2600 MHz RAM drin und jetzt 3200. Das Ding ist, der RAM lief, er wurde angezeigt. Hä, ich bin noch galoppiert, das ist doch alles gut gewesen. Leute. Wurde angezeigt im Taskmanager und in anderen Programmen, CPU-Z und Co. mit 1067 MHz. Ja, müssen wir nicht reden. Also der neue RAM. Das war natürlich nicht richtig. Und dann habe ich jetzt tatsächlich nach 6 Monaten habe ich mich endlich mal hingesetzt und das BIOS geupdatet. Das ging tatsächlich nicht auf einen Schritt, das musst du dir mal denken. Ich konnte das BIOS nicht in einem Schritt updaten, sondern ich musste... Ist das nicht irgendwo? Ne, passt schon. Ich musste 2 Updates machen. Der hat das BIOS einfach nicht mit einem Schritt aktualisieren können auf die neueste Version. Und jetzt in der neuesten BIOS-Version ist es gefixt und ich kann... den RAM richtig einstellen. Das ist ein Witz. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Da darf ich nicht runterfallen. Das wäre tödlich. Na komm schon, du. Genau. Oh ja. Und du auch. Wir schmeißen hier einfach alle die Klippe runter. Na, guten Flug. Oh shit, oh shit. Hier, guten Flug. Und du auch noch? Hier. Ist natürlich böse.
die werden erledigt. Okay, wir haben hier oben eine Flagge. Mal bloß kurz immer ein bisschen mitschauen. Ich habe keine Ahnung, welche das sein sollen. Das könnte die hier sein. Boah, hier gibt es so viele Flaggen auf so kleinem Raum. Das ist übel. Da hinten ist gleich die nächste. Das müssten jetzt hier mit der, die wir gerade aufgesammelt haben, drei nebeneinander sein quasi. Oder wenn ich die hier aufsammle. So. Müsste hier irgendwo nochmal eine sein. Rein theoretisch. Hypothetisch. Frag mich aber nicht wo. Ha. Wenn man sich auch mal anschaut, wie die Häuser damals gebaut waren. Einfach so kleine Steinhütten und dann halt ein Strohdach drüber. Aber wobei hier haben die eh kaum Probleme mit Kälte, glaube ich. Da wird es ja eh nicht so übel kalt werden. Das ist ja eher... Ja, Wüste ist auch blöd zu sagen. Es ist schon... Ja, weißt du, was ich meine? Ist jetzt nicht so, als würden wir hier im Winter minus 40 Grad kriegen. Dass die Leute Probleme kriegen da mit den Temperaturen. Hm. Okay. Hier hinten? Nein, oder? Boah, das wäre übel. Aber nee, da ist keine Flagge. Die Leichen sind mittlerweile untergegangen. Guck mich jetzt trotzdem mal ein bisschen um. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier noch eine Flagge finden. Ah, guck mal an. Ich glaube nicht, dass wir hier noch eine Flagge finden. Hat Monster gesagt. Und da ist sie. Perfekt. Ja, da muss man immer mal ein bisschen suchen. Okay, dann kann ich die gleich mal durchstreichen. Und wir schauen weiter. Und zwar nach hier hinten. Denn hier unten müsste es einen Templer geben. Den haben wir aber bereits erledigt. Okay. Dieser gute Templer ist Geschichte. Hier nebenan gibt es aber auch gleich wieder etwas zu finden. Boah, ich weiß gar nicht. Hier auf dem Dach vielleicht? Oh. Jetzt bin ich ein bisschen... Oder hier oben. Ich glaube nicht, dass man da hoch kann, oder? Nee. Schaut zumindest nicht so aus, meiner Meinung nach. Kann es sein, dass wir die schon eingesammelt haben? Oder... Ach, komm schon. Komm, Alter, ihr schaffst du. Puh. Die Flagge müsste eigentlich genau auf meiner Position sein. Also wirklich eigentlich genau hier. Vielleicht oder da oben. Ja. Monster, wenn du sie noch nicht durchgestrichen hast, hast du sie auch noch nicht. Verstehst doch. Ach Mann. Gut. So, und jetzt noch ein kleines bisschen hier rein. Drüben beim Tower, kann das sein? Okay, wir schauen uns mal um. Ich sehe sie eh schon am Ende. Stehe ich dann hier irgendwie 99 von 100 Flaggen. Hab alles durchgestrichen und weine. Setz mich in die Dusche und weine. Aber wir waren doch schon mal da oben. Ja, wobei kann sein, dass ich damals gemeint habe, nee, die sammeln wir nicht auf, wir machen das alles auf einmal. Das kommt irgendwie bekannt vor. Ich glaube fast, dass es so war. Also mal ganz kurz nach oben geklettert. Nein. Schade. Okay, aber wenn sie hier nicht ist, wo soll sie dann sein? Ha. Da unten war ein Templer, klar. Aber trotzdem, hier hinten sind natürlich auch noch überall Flaggen. Guckt ihr mal an, wie groß es ist. Und das sind auch Hütten, die kein Strohdach haben, sondern, oder kein Holzdach mit Stroh bedeckt.
sondern einfach nur, ja, wahrscheinlich Lehm oder Stein oder eine Stein-Lehm-Mischung. Okay. Ja, was soll denn das sein? Wenn ich mal auf die Karte schaue, ich bin jetzt hier. Von meiner Position aus ungefähr hier müsste die Flagge sein. Okay, ich spring hier mal runter. Ist mir da etwa ein Bubu passiert? Hier oben. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh oh. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier war der Templer, aber wir haben hier alle Flaggen. Hey, hier oben war doch schon. Da haben wir eingesammelt, was wir konnten. Also wenn, dann war es ja hier hinten. An der Kante. Okay, warte mal. Boah, das ist jetzt mies. Ich laufe jetzt einfach mal die anderen ab. Dann kann ich die am Ende immer noch solo suchen. Oder das Spiel versucht mich komplett zu verarschen. Guck sie dir an. Da unten. Ich muss ja mal los, okay. Okay, das war sie, ja. Das war sie. Dann schauen wir mal weiter. Hier hinten, mitten im See, oder was? Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben es gerade bei den Wachen hier gesehen, die runtergefallen sind. Man kann leider nicht schwimmen in dieser Region der Welt. Das wird hier nicht gelehrt. Aber kämpfen und klettern schon. Ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, Alter, ihr ist schon toller. Wollen wir mal nicht so sein. Hier hinten. Aber schön ist es hier. So ein kleiner Weiher, vielleicht ein paar Fischchen drin, könntest du ein bisschen angeln. Also wäre schon cool hier zu leben. Okay, mal hier rüber schauen. Und hier hätten wir jetzt diese Hütten mit Lehm im Steindach. Und natürlich auch so kleine Mini-Fenster, kein Glas, sondern Holzklappen quasi davor, die du auf und zu machen kannst zum Lüften. Damit halt der Wind nicht einfach durchzieht. Ist halt alles ziemlich simpel gehalten, aber es funktioniert natürlich. Die Menschen sind damals damit durchgekommen. Die haben damit überleben können. Ich glaube nicht mal, dass das... Das könnte sogar eine Scheune sein, oder? Ja, wobei, ich weiß nicht. Das hier ist auf jeden Fall ein Kornspeicher, glaube ich. Ein Indianer-Tippi. Nein. Okay, hier hinten. Schauen wir mal. Was wäre die? Boah, was ist ein Gebiet. Da hinten ist ein Weg. Wo führt der hin? Ah, okay, da wo wir schon waren. Ich verstehe. Da wäre hier auch der Templer gestanden damals. Den haben wir schon gekillt. Das ist quasi einfach ein Weg rüber auf die andere Seite. Boah, wie machen wir denn das jetzt hier? Wo sind die anderen Flaggen? Hilfe! Ah, guck mal. Okay. Sehr gut. Es wird langsam. Okay. Und jetzt gehe ich einfach mal hier runter in den Bereich. Was ist denn das hier? Fast schon so eine kleine Villa. So ein bisschen mit Mauer abgegrenzt. Das ist echt schön. Oh krass, ich will auch so einen Torbogen bei mir zu Hause. Hier, mal kurz hinsetzen, kurz durchschnaufen. Ah, was ein anstrengender Tag. Dieses ganze Rumlaufen und Klettern. Ja. Wie alt Alter hier gerade ist? Weiß man das? Ich glaube, das müsste doch irgendwo nachlesbar sein, denke ich mal. Okay, das müsste der hier sein. Boah, richtig schön haben sie es hier echt. Da hinten ist auch wieder eine. Ups. Einmal drüber. Also ist wirklich richtig schön. Gefällt die Gegend.
Und rein theoretisch müsste hier auch irgendwo ein Templer sein. Jetzt muss ich die Karte checken. Ja, es passt. Dann haben wir die Flagge auch gleich. Und hier, glaube ich, ist ein Templer in diesem Komplex. Wenn ich mich... Ja. Sein Fehler ist einfach, er hält eine zu lange Rede, bevor er sein Schwert zieht. Würde einfach gleich sein Schwert ziehen und angreifen und keine Siegesrede halten, bevor er gewonnen hat, dann würde er vielleicht auch gewinnen. Aber sowas ist halt leider dein Ende. Sehr gut. Okay. Hier eine kleine Pferdefarm. Ach, wie schön. Oh, das Pferd da hinten gefällt mir. Guck mal. Ist ja komplett braun. Schau dich mal an. Dass die Texturen der Schatten, also dass die Schattenauflösung nicht, ja, wobei. Ganz ehrlich, ich finde die Schatten sogar besser in 8K als in 4K. In 4K hat man noch eher die Kanten gesehen von den Pixeln. In 8K, finde ich, geht das sogar noch ein bisschen besser. Das ist echt ein schönes Pferd. Ich glaube, dich behalte ich. Dich nehme ich. So, denn wir reiten jetzt mal ganz kurz hier hinter. Dort wartet nämlich auch ein Templer auf uns, den ich jetzt gerne gleich abarbeiten würde. Können wir hier drüber? Jo, gar kein Problem. Einfach mal ein Pferd geklaut, warum nicht? Wahrscheinlich das Pferd des Königs hier. Aber ich denke, ja, wobei, vielleicht. Ich meine, den kannst du ja schlecht in der Stadt die Pferde aufbewahren. Die müssen ja auch mal irgendwann raus aufs Land und ein bisschen Auslauf und Co. Kann schon gut sein, dass der König hier auch seine Pferde lagert. Ja, Plural. Ich denke nicht, dass ein König nur ein Pferd hat. Wobei, vielleicht hat er ein Lieblingspferd. Aber was rede ich denn da schon wieder? Guck mal, da ist er schon. Er hat sogar ein eigenes Pferd hier. Na du? Was geht da? Oh nein! Wieso ist er nicht ausgewichen? Jetzt! Okay. Nein! Nicht anfassen. Na los. Versuch's doch. Ja. Damit hätten wir 26 von 60 Templern erledigt. Du bist frei, Pferdchen. Du darfst gehen. Musst ja nicht mehr warten. Hier wieder meinen braunen Gaul. Ist doch ein... Ich weiß, wir sind nicht in Red Dead Redemption 2, aber... Nö. Ist wahrscheinlich ein Gaul. So. Wir müssten einmal hier hoch in die Mitte ungefähr. Ich glaube, Templer fehlt uns jetzt nur noch einer in dem Gebiet. So. Boah, ich glaube, ich bleibe in 8K. Ich würde gerne jedes Spiel einfach nur noch in 8K spielen. Aber die neuen Titel kannst du halt vergessen. Da bist du dann bei 30 FPS in Ultra-Settings. Ich meine, 30 FPS ist natürlich immer noch spielbar, gar keine Frage. Ich habe ja jahrelang auf Konsole gespielt. Da war auch 30 FPS Standard, bis auf ein paar Spiele, eine Handvoll Spiele. Da hattest du dann 60. Also ich bin der Letzte, der sich beschweren würde über Frames. Wenn die mal auf 30 gehen oder so. Aber man spürt es. Also vor allem, wenn du dauerhaft auf 60 spielst und dann mal ein Spiel in 30 dabei ist, das spürst du schon. Was mir aber aufgefallen ist, zum Beispiel in Cyberpunk, hab ich das mal testweise gemacht, wenn du da deine Frames nicht unter Kontrolle hast und die gerne mal auf 30, vielleicht sogar ein bisschen drunter dippen, so auf 28 und dann Motion Blur anmachst und ich mag Motion Blur wirklich nicht, also das ist, da wird mir fast schon ein bisschen schlecht immer von, ein bisschen unnötig. Wenn du dann Motion Blur anmachst, dann fällt es gar nicht mehr so auf, wenn du dich bewegst, dass die Frames irgendwie fehlen. Finde ich. Da oben auf dem Gebäude ist eine Flagge. Okay. Mal schauen, dass ich hier durchkomme. Hier hinten? Nee, ich muss noch höher. Hier unten? Nö, hier ist kein Templer. Schauen wir mal da. Ah, den haben wir schon, ne? Jo, der ist schon tot. Ah, was? Wo müssen wir denn hin? Ach, hier unten rein. Ach, guck mal an, was sie hier aufgebaut haben. Die bauen Häuser hin, wo es nur geht.
Okay, dann hätten wir hier diese zwei Flaggen auf jeden Fall auch gleich mal abgearbeitet. Eins. Und hier dann die zwei. Ich will gar nicht, jetzt denke ich nämlich gerade die ganze Zeit darüber nach, so mit 4K Videos hochladen. Ich will gar nicht wissen, wie lange es dauern würde, ein 8K Video hochzuladen. Mit 60 FPS. Ich glaube, das sitzt du lang. Lang. Ups. Sorry, das war mein Stift. Okay, dann fehlen uns noch drei Flaggen hier in dem Bereich. Die wären dann hier drüben. Ungefähr hier. Ich sehe auch schon eine. Können wir hier irgendwo... Jo, hier. Okay. Hier ein kleiner Markt. Guck mal an. Wollen wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Okay, was gibt's denn hier Schönes zu kaufen? Ein paar Töpfe und Vasen. Boah, ich hätte auch gerne mal hier so einen Krug oder so. Ich glaube, das schaut nicht mal so kacke aus, wenn du dir das einfach in Gang oder so stellst. So einen Ausstelltisch. Obst und Gemüse hier. Wahrscheinlich eher... Na doch, ich glaube, das sind Äpfel. Könnte es jetzt nicht genau sagen, aber Obst und Gemüse lassen wir mal so stehen. Wäre hier einfach so der Wochenmarkt oder Tagesmarkt. Kannst du einfach hergehen und das Nötige kaufen, damit du durch die... Tag oder die Woche kommst, es tut mir so leid. Ich habe gerade seine ganzen Waren kaputt gemacht, aber es hat cool ausgeschaut. Das kann keiner leugnen, das hat tatsächlich sehr cool ausgeschaut. Aber bevor wir jetzt hier weiterschauen und die restlichen Flaggen hier einsammeln in diesem Bereich, muss ich mich auch schon wieder verabschieden für heute. Wir haben es auch schon wieder geschafft. Und wenn ich nicht reden würde, würde ich den ganzen Zeit hier mit offenem Mund sitzen. Einfach staunen, wie unglaublich gut das Spiel in 8K ausschaut. Ich hoffe, dass bei euch auch eine Verbesserung ankommt im Vergleich zu sonst. Wobei 4K auf Full HD auch schon eine deutliche Verbesserung zu Standard Full HD auf Full HD wäre im Aufnehmen und dann Hochladen. Aber es sollte doch noch mal ein bisschen glatter sein. Naja, also vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Monster. Ciao.